Sie einmal hier. Ich bin Ärztin hier. Sie sind hier am Krankenhaus. Wo? Am Krankenhaus. Genau. Sie sind an der Klinik am Süd und ich bin Ärztin hier. Kommen Sie einmal mit rein. Sind Sie gestürzt? Ich glaube, ich muss heute. Ich muss nicht. Nee, mach ich nicht. Ich auf die Straße gar nicht auf die Straße. Gar nicht auf die Straße. Okay, pass auf. Ich fasse Sie nicht an. Okay, kommen Sie einmal mit rein. Wollen Sie einmal mit reinkommen? Wir tun Ihnen okay. Nichts. Alles gut, aber Sie sind verletzt. Okay, vorsichtig. Sind Sie vor irgendjemandem weggelaufen? Ich weiß nicht. Sind Sie gestürzt? Ich weiß es nicht. Okay, Sie haben da ein Telefon in der Hand. Sie haben ein Telefon in der Hand? Oder haben Sie einen Ausweis dabei? Oder? Wissen Sie, wo Sie hier sind? Ich weiß es nicht. Sie sind im Krankenhaus. Alles ist gut. Die Situation war wirklich sehr schwierig für uns. Die Patientin hatte sehr starke Angst, hat immer wieder versucht, auch wegzulaufen. Wir haben da auch einfach versucht, sie zu schützen. Sie hat dann nämlich auch versucht, auf die Straße zu laufen und haben sie dann hier reingebracht. Wir versuchen dann immer sehr vorsichtig mit dem Patienten umzugehen, sehr mitfühlend, damit sie sich auch nicht verängstigt fühlen, sondern damit sie merken, dass ihnen hier auch nichts passiert und dass es eine sichere Umgebung ist und wir uns hier auch gut um sie kümmern. Kommen Sie mal mit rein. Keine Angst, Sie sind hier in Sicherheit, okay? Kommen Sie einmal mit mir durch. Okay. Warte mal hier. Gehen wir in den Behandlungsraum und dann unterhalten wir uns. Warte mal, ich habe hier keine Sorge. Letzte Nachrichten von Elisa Pflüger. Sagt Ihnen Elisa Pflüger was? Wer? Elisa Pflüger. Sie war wirklich sehr verwirrt. Meiner Einschätzung nach stand sie auch unter Schock, so verängstigt, wie sie war. Und ich vermutete auch, dass die Amnesie daher kam. Deswegen hatten wir anamnestisch wirklich keine Hinweise und mussten deswegen versuchen, durch die Untersuchung da ein bisschen mehr rauszufinden. 140 zu 80. Okay. Haben Sie hier Schmerzen? Das ist die Aufregung, ne? Ich spüre nichts. Sie spüren nichts, okay. Das ist schon mal gut, das sind keine Schmerzen. Tut hier irgendwo was weh? Nein. Okay, der Puls hier? Ist 108. Ich habe die Frau Pflüger erreicht. Ja. Okay, kommt die vorbei? Sie wollte vorbeikommen, ja. Okay, super. Das tut nicht weh. Was ist so das Letzte, an das Sie sich erinnern? Oder ist da momentan einfach gar nichts? Nichts. Momentan nichts, okay. Ist nicht schlimm, alles gut. Nee, nichts. Ich bin ganz vorsichtig, okay? Aber ich muss mir es einmal angucken, es tut mir leid. Nichts. Ich glaube, das ist nur ein Schiff, wir müssen es nur einmal sauber machen. Das tut auch weh. Okay. Mhm. Können Sie den Arm bewegen? Das tut weh, wenn ich. Okay. Also ich würde vorschlagen, dass wir einmal ein Röntgen. Ich setze mich mal zu Ihnen. Ich würde einmal vorschlagen, dass wir einmal ein Röntgenbild machen von Ihrem Arm, um zu gucken, ob was gebrochen ist, ja? Und dann würde ich auch ein Bild von Ihrem Kopf machen, um zu gucken, ob Sie sich verletzt haben, ob Sie vielleicht im Gehirn eine Blutung haben, ja? Das wäre mir ganz wichtig. Da Sie sich ja auch an nichts erinnern, ist das schon besser, wenn wir da einmal schauen, ob da was ist, ja? Natürlich war hier in dem Fall auch zu bedenken, dass hier ein Gewaltverbrechen vorliegen könnte. Das wollte ich so am Anfang nicht ansprechen, weil ich erstmal wollte, dass die Patientin sich hier sicher fühlt, dass sie Vertrauen fasst und dass vielleicht die Erinnerung dann langsam wiederkommt. Mir war es hier erstmal wichtiger, herauszufinden, ob sie wirklich lebensbedrohliche Verletzungen hat, ob sie eine somatische Ursache dafür gibt, dass sie sich nicht erinnern kann. Und dann im Nachgang kann man dann das Ganze noch mal in Ruhe besprechen, ob da vielleicht Erinnerungsfetzen wiederkommen. Was ist jetzt? Ist hier vielleicht ein junges Mädchen angekommen, so um die 25 ist vielleicht hierher gekommen. Weil so lange Haare, dunkel, Jogginghose. Das hört sich so ein bisschen so an wie. Entschuldigung? Ja, können wir aber stören? Über wen sprechen Sie? Wir haben eben einen Unfall gehabt. Ich habe eine junge Frau angefahren. Grünes Oberteil, Jogginghose. Und ich glaube, sie hatte keine Schuhe an. Okay. War ganz panisch. Wir suchen sie überall, weil wir sind hier durch die Straßen gefahren. Wir haben sie nicht gefunden, haben gedacht, dass sie vielleicht hier in die Klinik gekommen ist. Ja, die ist bei uns. Okay. Aber mehr dürfen wir dazu nicht, darf ich dazu nicht sagen. Aber sehen Sie, ich habe sie angefahren. Ich möchte schon wissen, was da passiert ist. Haben Sie die Polizei gerufen? Natürlich, sofort. Okay. Das haben wir gemacht. Ist in Ordnung. Ich darf Ihnen leider nichts dazu sagen. Dürfen wir nichts sagen, vor allem, da Sie hier nicht verwandt sind, die nicht kennen. Aber gut, dass Sie die Polizei gerufen haben, die kümmern sich dann ja um alles. Ne? Die wissen dann ja Bescheid, wir werden die dann auch informieren. Ja, aber Sie waren so panisch. Genau, und deswegen, irgendwas ist mit ihr. Ja, was ist denn genau passiert? Also, sie ist mir vors Auto gelaufen, ich habe noch ausgewichen, habe sie aber dann irgendwie an der Seite gepackt gehabt. Ja. Vollbremsung. Die kam wie aus dem Nichts auf einmal vors Auto gerannt. Und ich habe mich sofort umgedreht und geschaut, was mit ihr los ist. Aber sie hat sich dann in alle Richtungen bewegt, also so um sich geschaut, panisch, und ist dann sofort stiften gegangen. Und wir wissen jetzt nicht. Haben Sie sich denn was getan?
Also ich nicht. Alles gut. Sie, ja, sie ist schon leicht durchgeschüttelt worden. Ja, aber sie waren angeschnallt. Ja, klar. Beide angeschnallt. Okay. Handverflitzer. Keine Schmerzen. Ich soll vorbeikommen, aber ich weiß nicht. Alles gut bei dir, ja. Alles gut. Hallo. Warte, ja. Warte mal. Okay, einmal, jetzt haben Sie Kreislaufprobleme. Okay, warte mal. Alles wieder in Ordnung? Alles zur Seite. Alles wieder gut? Sie einmal in den Schmerzen. Ist es der... Okay, kommen Sie einmal mit, genau. Sie, ja? Genau. Einmal in den Behandlungsraum. Ja, natürlich. Okay, fassen Sie einmal in den Behandlungsraum ja, durch. Genau. Genau, die Knie einmal durchdrücken, den Kopf gerade halten. Einmal. Sie wurden von uns angerufen. Ja. Die ist beinahe. Ich bin hier die diensthabende Ärztin. Ich kümmere mich gleich um Sie, ja? Ich muss mich gerade um die Dame kümmern, der es nicht gut geht. Danach komme ich sofort, ja? Okay, einen Moment noch. Ein hektischer Dienstbeginn für Miriam Dietz. Sie ist momentan die einzige Ärztin in der Ambulanz und wird an allen Fronten gebraucht. Zunächst widmet sie sich der Beifahrerin aus dem Unfallwagen. Die Dame scheint sich beim Aufprall offenbar doch verletzt zu haben. Es ist ganz oft so, dass wenn Patienten einen Autounfall haben und durch diese ruckartige Bewegung nach vorne und nach hinten, versteift sich die ganze Muskulatur im Nacken. Mhm. Das kann dann schon mal zu sowas wie Schwindel, Übelkeit führen, natürlich auch Schmerzen. Man muss sagen, dass die Schmerzen jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen noch schlimmer werden erstmal und dann wieder besser. Ja, da müssen Sie sich ein bisschen drauf einstellen, das ist einfach so, weil die Muskulatur ist dann komplett versteift. Wir können Ihnen was geben gegen die Schmerzen, das dürfen Sie auch nehmen und wir geben Ihnen was zur Muskelentspannung, was Sie am besten dann erst abends nehmen, wenn Sie auch wirklich schon im Bett sind, ja? Weil das macht ein bisschen schwummrig im Kopf. Ja. Nicht mit Alkohol zusammen, ist ganz wichtig, ja? Geht es denn jetzt vom Kreislauf wieder oder wollen Sie sich einen Moment hinlegen? Das ist ein Schock, glaube ich. Ja. Ich bringe Sie jetzt nach Hause. Ja. Ja. Können Sie wieder aufstehen? Geht das? Ja, das geht. Für das am Unfall beteiligte Ehepaar geht es nach Hause. Für das Klinikteam und die gerade eingetroffene Elisa Pflüger in den Schockraum. Dort wird sich nun hoffentlich klären, um wen es sich bei der vom Auto angefahrenen Frau mit dem Gedächtnisverlust handelt. Ihr Name ist halt im Handy aufgetaucht, deswegen haben wir Sie angerufen. Ja. Als letzte Nachricht, da irgendwie, Sie hatten sich Sorgen gemacht. Ich kenne das Handy schon. Ja? Genau. Ja, das ist meine Schwester. Okay. Ist Ihre Schwester, okay. Das haben wir gehofft. Also, dass wir jemanden erreichen, der am besten verwandt ist. Okay, ich habe schon so lange nichts mehr von ihr gehört. Wir haben so einen schlechten Kontakt zurzeit. Ach so, warum denn? Boah, es tut mir so leid. Ja, sie hat halt einen neuen Freund, schon viele Wochen. Und ich weiß auch nicht. Also irgendwie ist der Kontakt weniger geworden. Ich bin ja auch am Arbeiten und ja. Aber ist nichts vorgefallen, einfach so? Also, ich habe ihn halt als ziemlich eifersüchtig kennengelernt. Mhm. Ich weiß nicht, ob man alles auf ihren neuen Freund zurückschieben kann, aber ja, ist halt meine Vermutung, ne? Ist schon traurig, ja. Okay. Können Sie den vielleicht anrufen? Haben Sie eine Nummer von dem Freund? Die Nummer könnte ich natürlich raussuchen, ne? Vielleicht rufen Sie ihn mal an, vielleicht weiß er, was passiert ist oder wann er Sie zuletzt gesehen hat. Das wäre ganz gut, wenn er Zeit hat, ja. Okay, mach ich. Damit wir vielleicht wissen, was da los ist. Ich bringe Sie mal gerade nach vorne, dann können Sie vielleicht in Ruhe mal telefonieren. Dann rufe ich gerade den Freund mal an. Genau, das wäre hilfreich, ja. Okay, super. Ja. Tatsächlich kann Elisa Janines Freund erreichen und bittet ihn, schnellstmöglich in die Klinik zu kommen. Wenig später ist das verwirrte Unfallopfer samt Röntgenbildern wieder im Schockraum. Die Erinnerung der 24-Jährigen ist noch immer nicht zurück, doch das Klinikteam hofft, dass sie wenigstens ihre Schwester erkennt. Wer bist du? Ich bin deine Schwester. Ich bin's, Elisa. Okay, ganz ruhig. Ich bin für dich da. Alles gut. Wir haben Ihre Nummer in Ihrem Handy gefunden und Sie angerufen, weil wir ja nicht wussten, wer Sie sind und Sie sich an nichts erinnern können. Sie hat gesagt, dass sie ihre Schwester ist. Will die Schwester einmal ein bisschen näher kommen? Ist das in Ordnung? Gehen Sie mal ran, ich gehe mal zur Seite. Ist das okay? Ich bin für dich da. Kein Problem, wenn du Abstand brauchst. Ich leg dein Handy mal hier hin. Ich bin auf jeden Fall deine Schwester. Wir haben jetzt nicht so viel Kontakt mehr in letzter Zeit gehabt, aber oh Gott, ich hoffe, du erinnerst dich wieder. Sascha Brenneisen ist da, der Freund von Janina Grüner. Ja, genau, das ist Einmal ein bisschen langsam, okay, ja? Nicht direkt auf Sie zustürmen. Ist ein bisschen schwierig im Moment, die Situation. Janine. Schatz, was ist los? Ich kann mich nicht an dich erinnern, leider. Hey. Ich kenne Sie nicht. Nee, du kennst mich nicht. Aber Sie kennen ihn. Ja, ich kenne ihn flüchtig, ne? Wir haben uns nicht oft gesehen. Mein Freund. Was ist mit ihm passiert? Lange Story, ich bin Türsteher und Sie wissen, wie das ist. Hartes Leben da. Diese Schlägerei gehabt, aber
Okay. Ich stehe noch. Was ist mit dir passiert? Wissen wir nicht. Deswegen haben wir Sie ja angerufen. An was können Sie sich erinnern? Wann haben Sie das letzte Mal gesehen? Ich kam von der Nachtschicht. Und dann morgens haben wir uns noch gesehen. Ich habe noch Kaffee getrunken, bin schlafen gegangen. Und wache jetzt auf und sie ist gar nicht mehr da. Sie wohnen zusammen? Wir wohnen zusammen, genau. Okay. Schatz. Gut. Alles gut. Elisa hat mir am Telefon erzählt, die hat Gedächtnisverlust. Ja. Was hat sich da mit sich? Oder ist es jetzt komplett alles weg? Oder ein Teil? Oder ein Bruch? Oder... Also, zurzeit erinnern Sie sich an nichts mehr, ne? Oh nein. Gott. Sie erinnert sich an nichts mehr. Okay. Ich wollte einmal noch zu Ende besprechen, was wir so rausgefunden haben jetzt, ja? Hier sehen Sie, dass Sie so einen kleinen Bruch haben, ne? Deswegen werden wir den Unterarm eingipsen müssen. Mit dem Oberarm ist zum Glück nichts. Ist nur hier unten, wo es auch blau ist. Deswegen haben Sie auch so Schmerzen. Das sind die Bilder von Ihrem Kopf, das wird Ihnen jetzt nicht viel sagen. Aber das hat mir zum Beispiel gezeigt, dass in Ihrem Kopf erstmal keine Blutung ist. Und das ist was sehr Gutes. Das heißt, dass mit Ihrem Kopf und auch in Ihrem Gehirn alles in Ordnung ist. Also so von dem, was wir jetzt sehen können, glauben wir nicht, dass Sie irgendwie einen Unfall hatten, wo Ihr Kopf verletzt wurde, ja? Das ist ein gutes Zeichen. Aber wenn doch in Ihrem Kopf alles in Ordnung ist, warum erinnert sie an sich nichts mehr? Das kann tatsächlich sein, durch diesen Unfall, dass sie einfach durch den Schock einen Gedächtnisverlust erlitten hat. Das gibt es manchmal bei Patienten. Der ist mehr oder weniger ausgeprägt, bei ihr sehr ausgeprägt. Es kann auch sein, dass irgendein anderes traumatisches Erlebnis war. Wenn jetzt die Zeitspanne seit heute Morgen nicht klar ist, was passiert ist, müssen wir ein bisschen abwarten, weiß ich. Also ich kann jetzt somatisch aber keine Ursache dafür sehen. Können wir denn irgendwas tun, also irgendwas holen? Also es wäre gut, wenn jemand Sachen holt, da sie, also ich sie auch hier behalten möchte, braucht sie natürlich auch was zum Anziehen. Und es wäre vielleicht hilfreich, wenn jemand persönliche Gegenstände, die ihr vielleicht was bedeuten, ja, oder Fotos oder sowas mitbringt. Okay. Das hilft manchmal der Erinnerung. Okay, wenn ich jetzt schnell nach Hause fahre und das in die Sachen hole, wie hoch ist es, dass sie dann wieder sich alles erinnern kann? Ja, also wir hoffen, dass das hilft. Das hilft den meisten Patienten ganz gut. Okay. Wenn die Fotos sehen, sich selber erkennen oder wenn die Sachen sehen, die sie wirklich. Seid doch so lieb und hol gerade ihre Sachen, was persönlich ist. Vielleicht bringen sie auch ein bisschen Musik mit, die sie gern gehört hat oder so. Ja. Oder Düft irgendwie ein Parfüm von ihr oder so. Ja. Düfte sind immer sehr stark mit der Erinnerung. Ich weiß am besten, ich kenne sie am besten. Ja, super. Ich bin da schnell weg, ich hol die Sachen und dann bin ich wieder da. Total lieb, danke. Schatz. Bis später. Oft hilft es Patienten, die ihr Gedächtnis verloren haben, tatsächlich, wenn sie an bekannte Orte gehen oder wenn sie Gegenstände sehen, die sie kennen, wenn sie alte Fotos sehen oder auch oftmals, wenn sie einen Geruch riechen, den sie mit einer starken Erinnerung oder einem starken Gefühl verbinden. Dass dann Anfang des Erinnerungsfetzen wiederkommen und dann auch oft im Verlauf die ganze Erinnerung wiederkommt. Und deswegen habe ich auch genau das hier den Angehörigen empfohlen. Während Freund Sascha nach Hause eilt, zeigt Elisa ihrer Schwester auf Station Handyfotos, um deren Erinnerung zu stimulieren. Als die Besucherin kurz den Raum verlässt, um zu telefonieren, wird klar, die Schnappschüsse lösen tatsächlich eine heftige Reaktion bei der 24-Jährigen aus. Ja. Was war das? Frau Flüger, was ist passiert? Lass mich hier rein. Was ist denn passiert? Lass mich hier rein. Ganz, 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 gan
Dann habe ich die Schreibtischlampe genommen und mich hinter die Tür gestellt. Und dann, als die Tür aufging, habe ich ihm einen Kopf geschlagen. Und dann bin ich einfach rausgerannt auf dem Flur. Da lag noch mein Handy, das habe ich mitgenommen. Und dann bin ich einfach gerannt. Und was? Und dann waren sie hier. Weiß ich nicht, der kam auf einmal so. Da war auf einmal ein Knall, da war ein Auto oder irgendwas und dann bin ich dagegen und dann wusste ich gar nicht mehr wohin und... Asma, atme ganz langsam. Wir regeln das alles, wir regeln das. Hab keine Angst, ich bin hier, wir regeln das. Sascha kommt hier nicht rein. Der soll nicht mehr hierher kommen. Alles gut, er kommt nicht hier rein. Ich habe mit der Polizei heute schon mal gesprochen wegen dem Autounfall, ja. Ich würde die gleich noch mal anrufen, ja. Ja, bitte. Ich würde Ihnen natürlich empfehlen, Anzeige zu erstatten. Das musst du machen. Von unserer Seite aus bekommt der Herr natürlich ihr Hausverbot. Ich werde das an alle Mitarbeiter weitergeben, dass er diese Klinik nicht betreten wird. Falls er versucht, an Sie ranzukommen, wird das nicht passieren. Okay, da müssen Sie keine Angst haben. Ganz ehrlich, da wird mir auch sofort klar, ne, warum Sascha so aufdringlich war und dauernd wissen wollte, ob ihre Erinnerungen wiederkommen. Ne? Ja, stimmt. Weil der hatte wahrscheinlich Angst, dass sie sich erinnern. Das weißt du nicht mehr, ne? Der hatte auch einen richtig großen blauen Fleck an der Stirn. Und hat uns erzählt, er hätte sich geprügelt, weil er als Türsteher arbeitet. Und er kommt einfach nicht wieder. Er wollte persönliche Sachen für dich holen, damit wir uns Fotos anschauen können. Und er kommt nicht wieder, dieses Schwein. Der ist wahrscheinlich schon über alle Berge. Deswegen müssen wir sofort der Polizei Bescheid sagen, Schatz. Okay? Ja? Ich mach das einmal, ja? Ich rufe die Kollegen einmal an von der Polizei und bitte die hier vorbeizukommen, okay? Bei Frau Flügler kann man wirklich sagen, dass sie körperlich Glück hatte und psychisch eher Pech hatte. Wir erleben bei Patienten häufig, dass sich solche traumatischen Erlebnisse wirklich ins Gedächtnis graben und auch sehr lange den Patienten Probleme bereiten. Wir werden hier versuchen, Frau Flügler wirklich frühzeitig psychotherapeutisch und auch psychiatrisch vorzustellen, sie gut anzubinden, dass sie eine Chance hat, das Ganze gut zu verarbeiten und damit dann auch gut zu leben. Dann sehen wir uns später. Super, danke. Dankeschön. Dank der schnellen Hilfe durch die Psychotherapeuten der Klinik hat sich Janine auch von ihren seelischen Verletzungen bald wieder erholt. Sascha konnte am selben Abend von der Polizei bei einem Kumpel ausfindig gemacht werden. Er wurde auch aufgrund anderer Vorstrafen zu 6 Monaten Haft verurteilt.